Hi zusammen. Heute habe ich eine ganz spezielle Benzinkettensäge für euch gekauft zum Testen und zum Anschauen. Und zwar haben wir hier 4,9 PS für etwa 100 Euro. Und zwar die Kettensäge von Alpha. Hier steht noch eine Modellbezeichnung drauf, ARG 10 49. Und das soll eine italienische Qualitätskettensäge, soll das sein. Erinnert ganz stark an die Komatsu Zenoa, also eine Kopie einer japanischen Markensäge, wie viele andere auch von Scheppach oder Greencard oder Güde oder wie sie alle heißen, Demon und Fuchstech und so weiter. Und die schauen wir uns heute mal an und werden uns anschauen, was taugt die Säge, wie ist sie aufgebaut. Wie ist die Qualität? Wir schauen uns mal den Zylinder noch an, werden ein paar Testschnitte damit machen. Und jetzt geht es erstmal los mit dem Lieferumfang. Hier haben wir den normalen Schwertschutz, Mischbehälter, wie immer für das Gemisch. Empfehle ich euch auch trotzdem, wie immer, auf Gemisch zu verzichten und stattdessen Sonderkraftstoff zu benutzen. Ist besser für den Motor, man kann sich nicht vertun mit Mischen und ist auch gesünder. So, die Säge an sich, die Kettenbremse, die ist nicht montiert. Ein 18 Zoll Schwert ist 18 Zoll, steht zumindest mal vorn drauf. Ja, 18 Zoll, 72 Treibglieder. Kette dazu. Toolset. Und ein ausgedrucktes Handbuch. Das war's. Bevor wir zur Maschine kommen, schauen wir uns mal noch hier den Rest an. Das Handbuch. Relativ dünn, ist auf 1 Spilanova oder wie auch immer man das ausspricht, das weiß ich nicht so genau. Spalinova, da ist auf jeden Fall polnisch für Kettensäge. Und das ist auch die einzige Sprache, also keine Übersetzung auf Deutsch oder zumindest mal Englisch, leider. Die technischen Daten, die kann man trotzdem sehen. Zu 25 Gemisch wird empfohlen. Der Hubraum hat 58 Kubik oder 61,5 Kubik. Steht hier beides. Auf dem Karton und im Datenblatt, wo ich es bestellt habe, stand 52 Kubik drauf. Also muss man jetzt Rätsel raten, was für ein Motor verbaut ist. Hier steht auch was von 16 Zoll Schienen, hier ist eine 18 Zoll. Also ist hier eigentlich das Heftchen hier sehr unbrauchbar. 7,8 Kilo. Ja, nur gut, packen wir das nochmal weg. Hallo, geh da rein. Das Toolset, scheint mir das Standard-Toolset zu sein. Was haben wir denn hier? Schraubendreher für den Vergaser. Eine Feile, das ist so eine Billigfeile, also so eine habe ich schon mal probiert mit dem roten Griff, das ist halt wirklich, also ich würde die einfach nehmen und wegwerfen. Die taugen halt echt nichts. Ich benutze dafür ganz gerne so eine von Stiel mit Feillehre dazu. Da sind auch schon die Gradzahlen sind hier eingestanzt. Ich habe die mit Edding nur nachgezogen, damit man die besser sieht. Da hat man die richtigen Gradzahlen hat man schon drin, um die Zähne auch richtig zu schärfen. Und die Feillehre hat außerdem den richtigen Abstand für die Tiefe auch. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Müsst ihr ja genau passend kaufen für die China-Sägen. Die haben in der Regel alle 0,325 Zoll Kettenteilung und dafür passend braucht ihr dann auch die Rundfeile. So. Oh. Hier die Imbusschlüssel sind, glaube ich, aus dem Puppenhaus. So klein wie die sind. Da hat man halt auch nochmal 0,5 Cent wohl gespart.
Ich würde euch sowas empfehlen. Da hat man einfach ein bisschen Hebelkraft. Und außerdem hier so ein Kugelkopf, da kommt der besser in die Schrauben rein, auch wenn die mal ein bisschen verdreckt sind oder mit Flugrost. 4 mm Imbus, damit kriegt ihr eigentlich so ziemlich alles an der Maschine zerlegt und repariert. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung unten drunter, wie immer, was ich an Werkzeug so benutze und auch an Teilen, Ersatzteilen. So, diese Minispielzeugdinger machen wir nochmal ganz schnell weg, die Pfeile und den Schraubendreher auch. Hier, das ist auch so ein... Das könnt ihr eigentlich auch gerade nehmen und wegwerfen. Ich habe hier genau denselben von einer anderen Säge schon mal benutzt und beim ersten Benutzen kaputt gemacht. Also ich habe damit die Zündkerzen noch nicht mal rausbekommen. Das hat sich verbogen. Das ist hier so ein chinesischer Kaugummi-Stahl. Das ist halt keine gute Qualität einfach. Machen wir auch weg. Da haben wir noch die Schwertmuttern in schwarz und die Baumkrallen. Bauen wir jetzt die Geschichte hier mal noch zusammen. Also die Baumkrallen baue ich noch dran, damit das hier komplett ist. Die Sägen, die werden alle ohne Baumkralle geliefert, damit wenn die im Karton während dem Transport hin und her rutschen, ist hier einfach die Baumkralle das Äußerste von der Maschine und das schlägt immer durch den Karton durch und deswegen wird das immer demontiert geliefert. Die Krallen müssen nach oben zeigen beim Montieren, sonst rutscht man ab. Na? So, die Kettenbremse werde ich jetzt mal eben hier locker montieren, damit wir mal das Gewicht nehmen können der Säge. Oh, da kannst du ein bisschen BD40 oder Karamba vertragen. Hier die Muttern, die sind schwarz lackiert. Das sieht irgendwie nett aus, aber dafür gehen die jetzt nicht so einfach hier drauf durch das Lackierte. So. Zum Wiegen reicht's. Die Alpha mit 4,9 PS. Da nochmal Nullen. Null. Hör auf zu wackeln. 4521 Gramm. Das ist ein Leichtgewicht. Das ist sehr gut. Sehr leicht. Packen wir noch hier die Schiene mit drauf. Und die Kette. 5607 Gramm. So, wenn wir jetzt hier noch 520 Milliliter Sprit dazu packen und 200 Milliliter Öl, da sind wir nochmal um 720 Gramm mehr, dann haben wir 6327 Gramm ungefähr, 6,3 Kilo. Was ein sehr guter Wert ist, ob da jetzt tatsächlich 4,9 PS zur Verfügung stehen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz, das wäre ein guter Wert, selbst wenn das nur eine 3 PS Maschine wäre. So, da kommen wir jetzt mal zur Maschine, schauen uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Also was sehen wir hier? Ja, hier steht auch alles auf Polnisch drauf. Hier steht zwar Alpha Qualità Italiana, aber dann der Rest ist alles auf Polnisch. Max Import, Export, Proszowki, Bosnia, Import Max.pl. So. Okay. Also, was fällt mir jetzt hier bei der Maschine auf? Gleich schon ein paar Sachen. Mal gucken erstmal, was ist das für ein Starter, der normale oder. Das ist ein Easy Starter. Ein seltsamer zwar, aber das ist der Easy Starter. Okay, also was fällt mir auf? Hier haben wir weitestgehend eine Standard-China-Säge mit absoluten Standardteilen, nichts Außergewöhnliches. Hier haben wir
den normalen Kippschalter für an-aus. Der ist aus Metall. Der ist ein bisschen blöd, finde ich, weil man da schnell mal beim Arbeiten mit dem Daumen gegenkommt. Dann ist die Maschine aus. Muss man drauf achten. Ein bisschen besser ist der rote Kunststoff Wippschalter, der ist einfach flacher, da kommt man nicht so gegen. Aber wenn man drauf achtet, kann man damit trotzdem ganz gut arbeiten. Hier haben wir am Griff seitlich noch so eine Halbgasarretierung zum Starten. Das ist halt auch so ein bisschen oldschool, braucht man in der Regel eigentlich nicht, ist ja trotzdem noch dran. Hier die Empfehlung 1:25. Ach, guck an. Ja, ist schon etwas besser. Hier steht, die ersten 10 Stunden soll man mit 1:25 tanken, um den Motor einzufahren und danach mit 1:40. Wie gesagt, ich würde Sonderkraftstoff benutzen, sowas wie Shell Motomix oder Aspen 2 oder Hercotec oder sowas. Das vertragen die China-Motoren alle ganz einwandfrei. Ich fahre meine nur damit. So, der Choke ist ganz normal Standard. Der Seilzugstarter, wie gesagt, der Easy-Starter, das erleichtert das Anwerfen so ein bisschen. Auspuff ist hier der ganz einfache mit nur einem Port. Der hat so ein bisschen den Nachteil, dass er einen höheren Gegendruck hat als das Modell mit den zwei Ports und dadurch minimal weniger Leistung im direkten Vergleich. Allerdings ist er auch leiser. Der mit Dual-Ports, der ist einfach lauter. So, das werden wir uns nachher mal noch anschauen, ob der einen Cut verbaut hat oder nicht. Und dann würde ich sagen, nehme ich euch mal ein bisschen näher, damit ihr auch was seht beim Zerlegen von der Maschine. Okay, was habe ich jetzt vor? Ich werde jetzt erstmal hier oben reinschauen, wie so der Bereich um den Vergaser außenrum aussieht. Luftfilter, Zündkerze, dann schauen wir uns hier noch den Seilzugstarter an, dann den Kettenraddeckel und zum Schluss mal noch den Zylinder. Mal gucken, ob wir den vermessen müssen oder ob da ein Hinweis eingeprägt ist. So, der Luftfilterdeckel ist der ganz einfache. Die zentrale Rändelmutter ist eigentlich sehr verlässlich. Das, mal schauen, ob die verliersicher ist. Ah ja, die geht nicht verloren, das ist schon mal gut. Luftfilter ist hier der kleine. Ist im Grunde egal, ob der große oder der kleine. Hier, das ist dieses einfache, dünne Nylongewebe. Das ist so grob, das hält sowieso eigentlich nur den Grobschmutz ab und keinen Staub. Hier sind noch Metallspäne drin vom Gewinde. Immerhin hat es hier eine Dichtung. Ich hatte auch schon Sägen gehabt, da war gar keine Dichtung verbaut. Also das hat hier gar nicht richtig abgeschlossen. So, das haben wir jetzt hier auf jeden Fall mal mit Dichtung. Standardvergaser, das ist ein Valpro-Nachbau, kein Original, das ist aber auch nicht schlimm, weil der Nachbau, das ist ein 1:1 Nachbau und der ist sehr standfest, der geht nicht kaputt, der macht keinen Ärger, der läuft einfach wunderbar, der wird höchstens mal, wenn man damit Gemisch fährt und die Maschine längere Zeit stehen lässt, versifft der, dann muss man den zerlegen, reinigen, habe ich ein Video zugemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie man den nochmal reinigt. Zündkerzenstecker. Schauen wir uns mal noch die Zündkerze an. Oh, und hier ist die auch so festgedonnert. Warum? Warum macht ihr die immer so fest? Nun gut. Deswegen fange ich hier immer zuerst an. Da kann man hier mal mit WD-40 oder mit Caramba einsprühen, das ein bisschen einwirken lassen. Und in der Zwischenzeit schaut man sich mal hier noch die Kettenbremse an und die Kettenraddeckel. Ah, was mir hier auffällt und was ich gleich nicht so schön finde, ist, die Kettenspannung ist hier von vorne. Die Variante von der Seite würde hier drin sitzen. Vorbereitet ist der Kettenraddeckel, aber die Mechanik im Innern ist einfach anders. Man kann das umbauen, da gibt es einen Umbausatz, der kostet keine 5 Euro. Kann man umbauen von vorne auf die Seite, wenn man das möchte. Würde ich euch empfehlen, hier auf jeden Fall immer darauf zu achten, dass das gut gefettet oder geschmiert ist. Also ihr könnt damit Caramba so ein bisschen reinsprühen, das ist besser als nichts, aber besser wäre auf jeden Fall so ein Multifett. Hier ruhig schön voll pumpen, dann hält das Gewinde und das Getriebe einfach länger. Gerade der Kettenspanner von der Seite, der ist hier auch mit einem Getriebe, der ist deutlich empfindlicher nochmal als hier der und der muss auf jeden Fall gefettet sein.
So, was haben wir hier? Das ist halt hier so eine... Das kann man halt hier so verbiegen. Da ist das ganz dünne Plastik. Das ist ja so die mindere Qualität von den China-Sägen auf jeden Fall, was das Kunststoff angeht. Hier haben wir alles in Standard, also eine außenliegende Fliehkraftkupplung. Ich würde sagen, das ist bestimmt auch das Kettenritzel an der Trommel dran. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber hier ist das Kettenritzel, ist hier hinter der Fliehkraftkupplung und das ist eins mit der Kupplungstrommel. Das hat den Nachteil, wenn das Ritzel mal abgenutzt ist und das wird abnutzen, das ist ja ein Verschleißteil, dann muss man die Kupplungstrommel, die Kupplungsglocke mittauschen. Die Variante mit einzelliegenden Ritzel ist da einfacher gelöst, da kann man das Ritzel halt tauschen, ohne die Kupplung wechseln zu müssen, das ist günstiger. Man kann auch die Kettenteilung kann man tauschen, das ist hier nicht so einfach möglich. Aber der Vorteil ist, hier kann man die Kette einfacher aufziehen und muss nicht darauf achten, ob sie dann richtig auf dem Ritzel sitzt. Bei der Variante mit schwimmendem einzelnen Ritzel gibt es einen Spalt zwischen Ritzel und Fliehkraftkupplung und wenn man nicht genau aufpasst, dann rutscht die Kette beim Aufziehen genau in den Spalt und das ist halt blöd. So, das kann hier nicht so einfach passieren. Ansonsten Standard, hier kommt halt das Öl raus für die Kettenschmierung. Hier sind die Anti-Vibrationsdämpfer drin, hier ist noch einer dahinter. Auf der anderen Seite haben wir das auch. Das schauen wir uns jetzt hier gleich mal an. Seilzugstarter. Gut ist, die Schrauben, die sind angenehm fest, also nicht zu fest, dass irgendwas kaputt ist. Wobei, hatte ich das hier nicht auch irgendwo? Hier ist schon grenzwertig. Also hier wurde ab Werk die Schraube schon zu fest zugedonnert. Hier verfärbt sich das Kunststoff, beult sich nach außen. Das ist einfach zu fest. Aber hier die restlichen Schrauben, die ich bisher hatte, die sind eigentlich genau richtig. Ich hatte auch schon öfter mal Sägen. Da sind die Schrauben so locker gewesen, gerade dieser Krishna-Schrott, diese Krishna-Motorsäge, da waren die Schrauben zur Hälfte so fest, dass das Kunststoff kaputt ist und die andere Hälfte der Schrauben war so locker, dass sie beim ersten Mal Sägen sich losgeschüttelt hätten. Das wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Hier wichtig, um in Deutschland überhaupt verkauft werden zu dürfen, das Label für die Lärmemission, für die Geräuschemission, das muss sitzen. Ohne das darf die Maschine gar nicht erst in Verkehr gebracht werden. Genauso wie CE-Zeichen, das ist wahrscheinlich oben auf. Genau, GS wäre noch zu prüfen, ob das wirklich ein gültiges GS-Zertifikat ist oder nur ein eingekauftes. Also man kann ja viel auf Alibaba kaufen, wenn man nur eine gewisse Stückzahl erreicht. So ab 500 Stück kann man sich eigentlich alle TÜV und sonstigen Zertifikate mit einkaufen. So, Luftleitblech ist Standard. Hier der Easy Starter, der hat eben zwei Federn. Man zieht nur sehr langsam, spannt dabei die Feder, irgendwann springt die über und wirft dann den Motor an. Hier, das gefällt mir auch nicht. Hier sind die Mitnehmer aus Kunststoff, das ist die super billig Variante. Das funktioniert zwar, aber diese Kunststoffmitnehmer, die nutzen sich irgendwann ab und die sind ultra blöd zu wechseln, weil die sind von hinten im Polrad verschraubt und um da ranzukommen, muss man eben das Polrad demontieren. Das ist nicht so ganz so einfach. Das ist so eine konische Aufnahme und das Polrad sitzt richtig fest. Geht auch. Schaut in meinen Leitfaden China-Sägen, wird das erklärt, wie man das demontiert. Schauen wir mal nochmal nach der Zündkerze, ob die jetzt rausgeht mittlerweile. Oh, leck. So, jetzt habe ich den auch verbogen. Warum ballern die das immer so fest? Das gibt's ja wohl gar nicht. Aber ich habe mich gerade entschieden, ich werde da den Motor nicht vermessen, weil man sieht hier schon jetzt durch das Demontieren vom Seilzugstarter die Einprägung auf dem Zylinderkopf. Seht ihr das? Momentchen. Hier, die 52. Ja, das ist magnetisch hier. So, hier.
Könnt ihr das sehen? 52, das ist die Markierung im Zylinderkopf für 52 Kubik. So, das heißt, dass der 52 Kubik Motor und nicht wie im Datenblatt steht 58 oder 61,5. Das haben wir schon mal safe. Was mich dennoch... Man ist hier gerade nochmal drauf. Die Zündkerze bleibt da drin. Kein Bock hier auf irgendwelche Gewaltaktionen da was abzureißen. Was mich trotzdem noch interessiert und was ich nachschauen werde, ist, ob hier der... Auspuff, ob der einen Katalysator hat. Nö, hat er nicht. Der ist leer. Durch das große Loch kann man da sehr gut reinschauen. Und den Katalysator wird immer sehen, der sitzt ungefähr mittig und sieht aus wie so ein Metall. Spülschwamm so ein bisschen gröber, so ein Metallgeflecht ist das und das ist hier nicht der Fall. Also wird die Maschine wohl auch keine Euro 5 Abgasnorm erfüllen. Muss man halt auch wissen. So, dann sind wir jetzt hier erstmal fertig. Ich werde jetzt hier nochmal alles zusammenbauen und dann werde ich die Maschine mal betanken. Und dann die Vergasereinstellungen uns anschauen, die Grundvergasereinstellungen und dann mal ein paar Testschnitte machen. Und dann sehen wir mal, was die Maschine kann und ob die 4,9 PS hinkommen oder ob das vielleicht eher so ein Druckfehler ist. Das ist ja auch durchaus möglich. Okay, machen wir so, ich baue das hier in Ruhe zusammen und dann sehen wir uns gleich draußen. Bis dann, ciao! Ich habe die Alpha-Motorsäge habe ich jetzt betankt und auch Kettenöl reingetan und habe die jetzt auch schon warm laufen lassen. Die ist hier auf der Werkbank angeschraubt und jetzt schauen wir uns mal die Vergasereinstellungen an. Ich werde da erstmal nichts dran rumschrauben. Wir schauen uns nochmal die Leerlaufdrehzahl an, die Höchstdrehzahl und das Verhalten der Gasannahme, also wie schnell der Motor hochdreht, wenn man Gas gibt. Und los geht's! So, was haben wir jetzt hier gesehen? Leerlaufdrehzahl ist mit 3200 Umdrehungen schon sehr gut eingestellt. Da brauchen wir nichts weiter optimieren, das passt soweit. Höchstdrehzahl liegt bei ziemlich genau 10.000 Umdrehungen. Das ist in einem Bereich, der ist sehr safe. Also normalerweise können die Motoren mit Dualport-Zylinderkopf, das ist der etwas ältere, die mit 52 Kubik und Dualport haben 3 PS. Dann die Variante 52 Kubik Quadport, die haben 3,2 PS. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das ist einfach so. Also da kann man 4,9 PS drauf schreiben, wie man will, das passt einfach nicht. Aber wie gesagt, vielleicht ist das hier eine Eigenentwicklung oder ein Druckfehler. Wir schauen uns das nachher mal nur an beim Sägen. So, aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, die Zylinderköpfe mit Dualport, die haben normalerweise ihre Höchstdrehzahl bei so 10.000, 10.500 erreicht. Mehr schaffen die einfach nicht. Die Quadport-Varianten schaffen ein bisschen mehr. Die laufen so zwischen 13.000 und 14.000 Umdrehungen schaffen die. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier so eingestellt ist oder nicht. Das Gasannahmeverhalten würde aber dafür sprechen, dass das hier die Quadport-Variante ist. Die hängt ein bisschen... besser am Gas, dreht schneller hoch. Die Dualport-Zylinderköpfe sind etwas träger. Da kann man einstellen, wie man will. Wenn man da Gas gibt, die drehen nicht so schnell hoch. So, schauen wir uns noch einmal an. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so super drauf geachtet auf die Gasannahme, aber ich denke, das ist die Quadport-Variante. Nur einmal kurz. Ja.
Ja, so wie der Hochdreher, ist auf jeden Fall der Quadpart. Und da hat sich hier eine Schraubzwinger gelöst. Zum Glück habe ich zwei verbaut, dann macht das nämlich gar nichts. So. Mache ich später, mache ich das fest. Das ist jetzt mit Kettenöl alles versuddelt. Das mache ich später fest. So. Ich baue nochmal alles zusammen und dann machen wir ein paar Testschnitte. Und dann sehen wir, was der Motor wirklich kann. Bis gleich. Hier werde ich jetzt mal drei Testschnitte machen. Das ist Fichte, so 20 bis 25 cm Durchmesser in etwa. Und beim ersten Schnitt werde ich die Maschine einfach mal nur laufen lassen, mit ihrem Eigengewicht schneiden lassen. Und beim zweiten werde ich ein bisschen drücken. Und beim dritten Schnitt mit der Baumkralle arbeiten und hebeln. Und dann schauen wir mal, was die Maschine so leistet und ob ich da noch im Vergaser jetzt was nachstellen muss im Arbeiten. Das werden wir auch sehen. Aber jetzt erstmal so, das ist die Originalkette, Originalschwert und los geht's. Sprit geht zur Neige, deswegen das Verschlucken. So, okay, habt ihr gesehen, die Leistung, also beim Arbeiten mit der Baumkralle war die Maschine schon deutlich an der Grenze ihrer Leistung. Die Kette ist jetzt auch nicht so die beste, also ich denke, mit einer gescheiten Kette kommt man dann noch mal ein Stück weiter. Aber das fühlt sich schon sehr stark an nach 3 bis 3,2 PS, so wie mit den vergleichbaren China-Sägen mit 52 Kubik einfach auch. Zum Beispiel die Parkside von Lidl, die ich die getestet hatte, die hat sogar nur angegebene 2,7 PS und die ist ungefähr gleich auf. Auf jeden Fall nicht schwächer als diese. So, ob das jetzt ein Druckfehler ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber genau, so, dann packen wir es hier zusammen. Gehen in die Werkstatt und dann gibt es noch ein Fazit zur Alpha. Die Alpha, das muss ich spicken, ALG 1049 Benzinmotorsäge aus Italien mit polnischem Etikett, produziert in China. Mein Fazit dazu. Also die Qualität ist so mittelmäßig. Das ist eigentlich so ein typischer Vertreter einer chinesischen Kettensäge à la Komatsu Zenoa Klon mit so mittelguter Qualität. Also viele Teile sind einfach Standard, auch so die erste Generation, wie dieser Deckel und das ganze Gehäuse eigentlich mit seinem Starter und hier diesem Halbgashebel. Das ist so die erste Generation der Maschinen, die rausgekommen ist. Auch der Bremsgriff ist relativ wackelig. Das ist kein so gut verarbeitetes Kunststoff. Aber die Maschine funktioniert, sie schneidet, sie sägt sehr gut. Der Motor hat 52 Kubik, ist auch eingeprägt. Es ist der etwas bessere Zylindersatz mit den
mit der Quadport-Ausführung. Der dreht höher, der hängt besser am Gas. Der hat so ungefähr 3,2 PS. Also die 4,9, die angegeben sind, die passen einfach hinten und vorne nicht, nicht vom Datenblatt und auch nicht vom Gefühl, wie die Maschine sägt. So, da muss man einfach wissen, wenn man sich das kauft, wenn man da darüber Bescheid weiß, dass man hier für ungefähr 100 Euro eine Maschine mit 3,2 PS hat und dem etwas besseren 52 Kubik Motor, hat man hier für kleines Geld vielleicht noch einen Schnapper gemacht. Schöner wäre trotzdem, wenn der Hersteller oder der Händler zumindest mal reinen Tisch machen und richtige Angaben machen würde. So, dann würde ich sagen, war es das hier zur Alpha. Wenn euch das Video gefallen hat, gern Daumen nach oben da lassen und Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr dieser Art und wir sehen uns dann beim nächsten. Macht's gut und bis dann. Ciao.